The situation becomes ever more perilous for our two entombed friends. The spikes are getting awfully close. Do you think the adventurer knows? Actually, I think the real question is, does she care? In case you're wondering, that was a rhetorical question. Ja, ist schon klar. Vor allem können wir ja nicht sterben in der Höhle, ne? Wissen wir doch. Aber dass die Stacheln jetzt immer näher kommen. Also eine Stufe können sie aber noch, ne? Ich versuche mal auf den nächsten nicht unbedingt zu springen und ich habe natürlich schon wieder das falsche Bild. So. Ja, wir warten noch mal eben. Ach. Ja, ja. Ja, ja, voll reingelaufen, super. Gut, da muss man. Und jetzt schnell Kugel. So geht's doch. Oh, nein, nein, nein. Ah, the lost sarcophagus of the Pharaoh Taharqa. Ooh, great misfortune is said to fall on those who disturb his slumber. You know, locusts, boils, peanut allergies, that sort of thing. Ich hätte mir vielleicht auch mehr das Symbol da angucken sollen, mit den Stacheln da über dem alten Ägypter. Dann hätte ich natürlich auch gleich merken sollen, dass das so nicht funktioniert. So, jetzt sind wir nämlich genau wieder hier. Ne, der soll schon schön da, die sollen schön da bleiben. Aber okay, jetzt sind wir quasi einmal im Kreis gelaufen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie es weitergeht. Wirklich was gebracht hat uns das jetzt ja nicht, ne? Ändert sich da was für unsere Leute da unten? Nö. Ach, das, die Tür bleibt auch offen. Ach, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Ich wäre da schon beinahe wieder reingelaufen, ja. Okay, ist auch nicht viel besser. Ach ne, also manchmal spawnen die echt an den unmöglichsten Punkten. Den müssen wir hier ausschieben, ne? Ja. Könnte funktionieren. Naja, guck mal. Haben die jetzt auch irgendwas davon? Nicht wirklich, aber... geht jetzt nicht die Klappe wieder zu, wenn ich hier oben drauf stehe. Das wäre schlecht. Nee. Geht. Ah. Okay. Moment. Ich glaube, ich muss hier runter. Oh, scheiße. Nein. Ja, das kann ich, glaube ich, wieder vergessen. Der wird dann jetzt wieder hochgehen, ne? Ja, gut. Ah, da war ich nicht schnell genug. Jetzt muss ich ganz schnell sein. Ja, ich muss noch ein bisschen warten.
ganz bisschen hoch. Bittere Verbannung. Okay. Achso, nee, ich glaube, weiter runter geht er auch nicht, oder? Also muss ich danach direkt den. Das ist jetzt aber echt Timing, ne? Ich stelle mich schon mal neben den Löwen. Dann bin ich doch auch ganz schnell gleich. Obwohl, ich muss die Zwillinge. Ja, die stehen ja genau daneben. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Das kommt ja echt hier auf Timing drauf an. Zack, ich bin jetzt aber schnell. Ihr könnt schon mal. Und zack. Ach du Kacke. Da war ich schon viel zu voreilig. Nein. Aber das wird doch nichts. Ich bin zu langsam. Oh. Nein! Schon. Nein. Och, Menno. Nein! Ja, das wird sowieso nichts. Ich bin viel zu lange. Schon vorbei. Wieso stellst du das da hin? Ich darf natürlich jetzt noch nicht auf den Löwen gehen, sonst komme ich nämlich nicht mehr durch die Tür durch. Das habe ich natürlich eben auch nicht bedacht. Alter. Da muss man ja richtig. Wie soll das denn gehen? War knapp. Das war sau knapp. Und ich war schon wieder zu lang da. Probieren wir es nochmal. Das wäre jetzt natürlich, wenn man das Spiel zu zweit spielen würde, wesentlich einfacher. Scheiße, ich bin schon wieder viel zu spät dran. Ja, gerade noch so geklappt. Ne? Da unten ist noch mal so ein Teil. Ooh, impressive. The adventurer does know how to get out of a tight spot. But the rest of her escape may not be so. Oh nee, ein Glück, ey. Splendid! You've liberated the sarcophagus from its ancient vestibule. Give me a moment to disable these blasted spikes. Ja, kümmere dich mal drum. Ich kann doch einfach darüber sprechen. Is it time for a tea break yet? Ja, und wieder zurücklaufen und voll rein. Das ist natürlich sehr schlau. Did you say something? Komm doch einfach rüber. Blast. And Englishmen would never ask for any spikes. It's unseemly. Das gehört sich nicht, ja. Aber echt. Is it time for a tea break yet? Sag mal, willst du nur Pause machen hier? So geht das aber nicht. Sind die anderen denn jetzt überhaupt hier? Ja, jetzt muss ich die anderen nur da irgendwie rausbekommen, ne? This is one too many spikes for my taste.
My pride is here. An Englishman would never add this many spikes. It's unseemly. Now see here, spikes. An Englishman would never add this many spikes. It's unseemly. Warte mal. Schieb den doch einfach dazu. All these spikes in here. Oh, sorry. No doubt that was entirely accidental. Das war ein Unfall. Natürlich war das ein Unfall. Ups. Das war jetzt... Aber... Das wollte ich eigentlich gar nicht. Schönes Spiel. Oh, oh. Okay. Na gut. Alas, now the adventurer herself is trapped. Without the sarcophagus, her former collaborator, or her current lucky companions, I fear the situation is hopeless. I wasn't planning on wrapping up her tale so soon, but I may have little choice in the matter. Passiert hier denn überhaupt irgendetwas? Die Frage ist ja, was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Gar nichts. Ja. Ja, scheiße. Kann ich hier irgendwas machen? Ach so, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich hab's verstanden. Das Messer, die Schlange und den Hund. Okay, okay, okay. Oder was auch immer das sein soll. Das Zeichen. Ne, warte mal, können wir noch irgendwo drauf stehen bleiben? Halt. Dann machen, müssen wir nämlich nur den Müll machen hier. Den Löwen und den. Achso, nee, Moment. Ja, wir müssen es nach der Reihenfolge schon machen. Also den Löwen und den Vogel noch dazu. Ach, was mache ich denn? Jetzt nehmen wir den und den Hundi. Ah. Jetzt haben wir die schon mal wieder frei. Das ist ja schon mal viel wert. Jetzt müssen wir nur noch die Wissenschaftlerin wiederholen. Vermutlich dreht sich jetzt auch die Katze richtig hin. Bleibt doch da. Achso, Moment, wir können ja mit denen auch hier. Nicht? Nicht? Aber die bleiben da unten, da sind wir schon mal.
Kleider da irgendwie festgesetzt kriegen. Das kann ja nur nicht sein, ne? Ja, blöd. Ja, ich weiß. Und dann sterben wir nämlich auch nicht, wenn wir runterspringen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal mit einem hier rüber. Ja. Steven! Einmal ein bisschen nachdenken. Dann klappt das schon. Jetzt sollten wir auch das hinkriegen, gerne. Völlig blind. Sag ich doch nur. So, du kommst auch noch mit. Ich glaube, dann sind wir hier schon raus, oder? Warst du schon? So our band of three pulled together. I couldn't devise a better team-building exercise myself. There was a bit of collateral damage at the end, but let's call it a win. Ja, win-win, sag ich. Aha. Das ist für die Abenteurerin, glaube ich. Richtig? Richtig. Saure Partner. Wieso sind die denn so sauer? Was habe ich denen denn getan? Der hat doch keinen Grund, so sauer zu sein. Was will der von uns? Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt durch mit dem Abenteurer-Level. Hätte gar nicht gedacht, dass ich da so gut durchkomme. Also, das war ja fürs erste Mal doch recht schnell. Obwohl ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Ich weiß auch nicht, wann ich angefangen habe. Also, kann natürlich sein, dass wir hier schon stundenlang rumhängen und sich das nur wie Minuten anfühlt. Man verliert ja gerne den Überblick für die Zeit. Caution is in order. But we are about to enter a very grim part of our journey this evening. Grim not because of the atrocity we're about to witness, but because of who is going to commit it. I speak of those darling children, the twins. Watch, but don't be afraid to avert your eyes, especially if you yourself are a parent and you enjoy making soup. Das trifft eigentlich beides nicht zu. Suppe schon eher. Also gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Ja. Da brauchen wir wieder drei Leute. Ich glaube, da geht's auch zu dem Haus dann von den Zwillingen. Also wie gesagt, das Level hatte ich ganz kurz angespielt. Auch wenn viele jetzt denken, ich habe das Abenteurer-Level auch schon gespielt. Nein, das hatte ich noch nicht gespielt. Das ist normal verschlossen. Da kommt man dann auch nur rein, wenn man wirklich die Abenteurerin im Team hat. Deswegen konnten wir auch nicht ins Ritter-Level rein und konnten auch nicht in das Hillbilly-Level rein. Das sind nämlich auch die ersten beiden überhaupt, die es gibt. Und hier ist ein Wachhund. Ach so, das ist natürlich einfach gelöst, da kommen wir einfach gar nicht rüber. Ich dachte, der macht jetzt irgendwas, aber...
Achso, das wollen wir uns nochmal angucken. Nächster Versuch. Oh. Die sind aber auch echt gemein, die Zwillinge. Nur Mist im Kopf, wie sie ihre Eltern ärgern können oder gar umbringen können. Also die sind wirklich sehr fies. Da geht es eben mal an. Knochenhaufen. Können wir den Knochen hinhalten, den Hund, dem Hund? Probieren wir es mal aus, ne? Hundi! Ja, ich hab was für dich. Ja. Okay. Hilft uns aber auch nicht weiter. Ich nehme den trotzdem mal mit. Man weiß ja nie. Nicht, dass wir nachher dann nochmal wieder runterlaufen müssen. Okay, hier sind eh Knochen, aber ja. Ist ja auch ein kleiner Weg, ne? Den man jetzt nicht unbedingt in Kauf nehmen muss. So. Points. Und ich ahne schon, dass wir jetzt das Talent der Zwillinge brauchen. Da diese drei Hebel zwar das Tor öffnen, aber wenn wir auch nur einen davon loslassen, geht dieses Tor wieder zu. Moment. So, ich demonstriere. Ja. Also. Mal auf. Aha. Guck an. Das ist nämlich auch extra, damit da nur die Zwillinge reinkommen. Was passiert, wenn wir hier mal tot? You don't want to know the building permit hell I went through to build that thing down here. It does have walk-in closets. It's those small touches that make the difference when it comes time to put it on the market. Alles in der Höhle. In die Höhle, ja. Super Deutsch, wirklich. Oh, das sieht aber nett aus. Ein schönes Bild. Ganze Familie drauf. Links die Zwillinge. Das ist wohl das Elternhaus. Die drei müssen auch umständlich mal wieder zurück springen. Aber echt witziges Design. Da liegt ein Teddybär mit einem Messer im Bauch. Wohnzimmertür. Ja, okay, ohne Schlüssel kommen wir da anscheinend nicht rein. A beautiful house in the cultural heart of Victorian London. Two loving and caring parents. What could children want more? Apparently, what they desire most is freedom. Freedom from bedtimes and chores. Freedom to run wild with no one to hold them back. We're about to see what happens when two adorable children snap. Fiese Lache. Die haben doch ihre Freiheiten. Die waren hier im alten Ägypten. Okay, im alten Ägypten in der Höhle. Na gut. Und die waren auch allgemein in der Höhle halt. Oder sind immer noch in der Höhle. Das ist doch viel Freiheit. Na ja, gut. Aber so eine Höhle mit diesen Attraktionen, das ist schon nicht schlecht. Ja. Ist natürlich toll, dass die Tür auch abgeschlossen ist und der Schlüssel dafür, oder der Dietrich, der in Wahrheit ja ein Schlüssel ist, dahinter ist. Okay, da wäre jetzt so ein Stab angebracht, der leider nicht hier liegt. Schlafzimmer. Schack die Pflanze. Sagt die was? Nö. Spricht auch nicht mit den Geistern. Wo geht's denn hier lang? Achso, das war das Wohnzimmer.
Gehen wir erstmal hier links lang. Ich glaube, wir müssen gleich eh noch weiter runter. Scheint ja so, dass wir den Schlüssel wirklich unbedingt da brauchen. Oder den Dietrich. Da sind wir wieder im Schlafzimmer. Okay, da war ein Sicherungskasten, oder? Ja, sieht so aus. Leerer Sicherungskasten. Also brauchen wir mal wieder eine Sicherung. Also erstmal im Keller. Oder weiter runter zumindest. Im Keller ist das ja noch nicht hier. Na, wenn man so will, ist das alles Keller, ist halt in der Höhle. Die sprechen kann. Sehr komisch alles, aber. Und wir sind hier in London. In London 2 wohlgemerkt. London 1 ist, glaube ich, über der Erde. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Terribly sorry, loves. I can't let you go out and play with your friends until you've had your supper. Your mom's making your favorite. Sausage and tater soup. Oh, lecker. Na, ich glaube, die hätten auch lieber Nudeln oder Pizza oder. If you stay inside without a fuss, I'll buy you each another pony. Oh, hochwohl geboren. Perhaps instead of a pony, I can buy you one of those new motor. Ich möchte doch gar kein Pony haben. They don't startle as easily or die in unexplained barn fires. You know I'd let you go out and play, but your mom is almost ready with our supper. Ich will keine Suppe. Nimm dir jetzt mal den Regenschirm da. Wie gesagt, alles mit irgendwelchen Betitelungen kann man auch verwenden, in der Regel. Ansonsten steht da auch nichts. Haben wir ja schön an der Wasserpfütze und halt an den ganzen Flammen, die man für Dynamit benutzen kann, gesehen. Quiet down! You don't want Hammer. To disturb the dear twins. Na, was sagt die denn so? Sounds like the nice little doggy of yours is famished. Would you two be dears and go fetch him his dog food? Oh, ich hab den doch schon Knochen gehalten. Den hat er dann doch nicht genommen. Werkzeug, Hammer? Ja. Brauchen wir mit Sicherheit auch noch. Hebel für Speiseaufzug. Das hört sich ganz so an, als wenn da kein Strom ist. Okay, das ist. Ah ja, die Sicherung, die fehlt. Leerer Fressnapf. Müssen wir das alles mal genau mehr kennen. Das ist nämlich alles noch ganz wichtig. Hundefutter. Kellertür. Abgeschlossen, ne? Ja. Wir müssen ja irgendwie auch den Hund da ablenken, dann können die anderen, denke ich mal, auch da lang gehen. Vielleicht hilft es ja, wenn wir dem das Hundefutter hinlegen. Ich glaube, der war hier links irgendwo, ne? Dann lass doch mal versuchen, ob wir mit dem Schirm den Dachboden öffnen können. Ah, Badezimmer? Okay, Wasserhahn. Wird auch noch eine Rolle spielen anscheinend. War der Dachboden? Nee, da ging's rein. Da war die Eingangstür. Oder der Balkon, über den wir reingegangen sind. Da ist der Vater. Der die ganze Zeit nur Zeitung liest im Stehen. An der Haustür wohlgemerkt. Nee, das war noch ein weiter, glaube ich, ne? Zack. Ah. Tsch. Oh, das war knapp. Und ich dachte schon, die kriegen Leider auf den Kopf. Passiert ja ganz gerne mal, ne? Beim nächsten Mal teuflischer. Ja, Fortsetzung. Ja. Das passiert halt. Diese gemeinen, hinterhältigen Zwillinge. Große Holztiere. Ja. Wird auch noch von Bedeutung sein. Wie schon gesagt, es hat alles eine Bedeutung. Was hier Namen hat. Außer für so eine Kiste, wo halt nichts dabei steht. Oder steht da was dabei? Nee. Die aber natürlich auch wichtig ist.
Ja, und seht ihr, jetzt ist nämlich die Holzziele wichtig. Oder im Weg. Die müssen wir jetzt am besten mit dem Hammer. Da war, glaube ich, Werkzeug unten, ne? Nehmen wir mal erstmal die Sicherung mit, warte mal. Was soll man hier oben mit so einer Sicherung? Das ist nur für das Licht wahrscheinlich. Ja. Nö, nicht mal. Das Licht geht immer noch. Also was soll's? Kann es nicht so schlimm sein. Achso, die können wir ja nicht rüberschieben. Ich wollte eben die Kiste wieder rüberschieben. Das ist natürlich... Und das ist auch sehr... Ja. Ich sag da mal nichts zu. So, die war genau... Das war hier. Ich glaube... Ne, jetzt müssen wir erstmal ganz runter. Leere Nachttopf, den brauchen wir, glaube ich, auch noch. Runter, 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 runter. Nein, noch einen runter. Stimmt, wir müssen in die Küche. Ich habe vergessen. Da war das Werkzeug. Almost ready. Hammer. Gleich fertig. Das sagst du auch noch in einer halben Stunde, wenn ich hier noch eine halbe Stunde brauche. Ja, ja. Gleich fertig. Das kannst du jemand anderem erzählen. Ey. Aber mir doch nicht. Das ist fertig, wenn ich das sage. Oder wenn wir beide das sagen hier. Wir sind nämlich die Zwillinge hier. Die haben das Sagen. Da wird noch irgendwas kommen, glaube ich. Da wird noch irgendwas Schreckliches passieren. Wenn man sich so die Bilder anguckt, die Geschichten, weiß man schon, wozu die in der Lage sind. Ja. Bam. Ah ja. Hier müssen wir doch bestimmt... Boah, schieben wir einfach mal runter. Wenn wir sie runterschieben können, dann kannst du es noch verkehrt sein. Oh, Porzellan ist nicht so wichtig. Das gute Porzellan und die Kiste. There goes the broken China. Bisschen von der Kiste angeschoben worden und schon tot. Das kann schnell passieren. Also immer vorsichtig beim Kistenschieben. Nee. Ich glaube, ich muss noch einen runter, ne? Achso, ja. Dann zieh die Kiste doch einfach mal. Das muss ich wieder schieben. Oh. Ich glaube, da ist nicht mehr viel von übrig, wenn es unten ankommt. Hui. Kann ich da rauf? Nee. Schon wieder. Ach, hallo. Ach, nicht da oben, Mensch. Wurde schon wieder von der Kiste erdrückt. Ja. Ja. Immer ruhig versuchen, Kisten immer, wenn es geht, immer runterschieben. Verkehrt ist das nie. Wenn man sie sowieso nicht wieder raufkriegt, dann kann man sie auch gar nicht erst runterschieben. Das ist schon alles so durchdacht. Are you kids building a fort? Oh, ja. Eine schöne Höhle. Eine Höhle in der Höhle. Cave in the cave. So. Na? So. Das hat ja schon mal funktioniert mit dem Aufzug. Also auch komisch, auf Kisten reagiert er, aber auf alles andere nicht. Jetzt frage ich mich nur, wo die Kiste erstmal gelandet ist und was wir dann damit machen überhaupt. Ist sie noch ein Stück höher? Ach, da können wir dann... Warte mal. Da kommen wir da aus dem Fenster, glaube ich, raus in dem Schlafzimmer, ne? Der beiden Kinder. Aber uns das irgendwie hilft? Naja. Ja.
Ach so, ja, genau. Ich lag schon gar nicht so richtig. Die können wir dann da hinschieben. Dann kommen wir nämlich da übers Dach. Warum auch immer. Also. Ich weiß ja nicht. Ja. Ich habe mich verlaufen. Und ich war in Gedanken. Liegt wahrscheinlich an der Erkältung. Was passiert? Nochmal 10 hier? Geht er. Ja, genau. Das wollte ich. What was that crash I heard upstairs? Och, nichts. Nix, Mami. Das war nichts. Also ihr merkt schon, Orientierungssinn könnt ihr total knicken bei mir. Also, das ist echt eine schwere Geburt. Ja. Genau. Ist natürlich auch schon ein bisschen spät und so nach der Arbeit ist man auch vielleicht nicht mehr ganz so konzentriert. Und dann noch mit Moderation, das ist immer ein bisschen schwierig. Das verkennen ja einige. Ich meine, ich bin ja gerade neu in der Szene, oder was heißt in der Szene, aber ich fange halt gerade mit Let's Plays an, das ist das erste Let's Play und wenn da keine Fehler passieren würden, dann das wäre dann glaube ich auch ein bisschen komisch und langweilig und weiß nicht mehr. Ich mache das ja auch, weil ich Spaß habe. Um nichts anderes geht's mir. The smell of rotting sewage floating in the Thames. Thick industrial smoke choking the air and horse manure piled high on every street corner. Ah, it must be springtime in London. Oh, wie schön. Das ist aber echt schönes Frühlingswetter. Gibt's da irgendwas? Grillhaufen, Dynamit. Nein. Ja, wie ich schon sagen wollte. Also, ich habe da wirklich Spaß dran und ich habe mir gedacht, wozu stundenlang abends PC-Spiele zocken, was ich ja vorher auch schon gemacht habe. Und es guckt ja niemand zu. Es für sich alleine mag das ja erstmal ganz schön sein, aber als ich halt von diesen Let's Playern erfahren habe, habe ich gedacht, warum kannst du das nicht selbst auch mal versuchen? Und die haben ja alle mal klein angefangen, also die Großen. Ich möchte ja jetzt keine Namen nennen, aber ich habe mir da schon einige Videos erstmal angeguckt und reingezogen und habe dann halt gedacht, kannst du selber bestimmt auch einfach mal versuchen. Und ich denke mal, das wird ja auch dann von Mal zu Mal besser und man lernt ja aus seinen Fehlern dann auch, hoffentlich. Klar, ja, ich versuche auch möglichst alle Kommentare zu lesen und naja, wollen wir mal weiterspielen. Können die hier runter? Hier ist eine Leiter, ne? Okay, ich glaube, die verrecken gleich. Ja. Vielleicht müssen wir den Kamin irgendwie rauskriegen, kann das sein? Bestimmt irgendwas. Irgendwie müssen wir die Flammen löschen, ne? Moment, ich mach das nochmal. Also nur mal was gucken eben. Was ist denn da unten überhaupt gewesen? Ja. Ah, da ist der Schlüssel. Das Zimmer ist da. Okay. Da kommen wir ja eh nicht hin. Also müssen wir da oben irgendwas machen. Irgendwas. Ja, Wasser vielleicht reinkippen? Ja. Könnte funktionieren, ne? Da brauchen wir aber erstmal einen Eimer. Ein Eimer. War da ein Eimer irgendwo, sag mal? Nee, Moment. Da ist so eine Bettpfanne gewesen. Und ich bin schon wieder falsch. Ich möchte eigentlich zum Aufzug. Naja, die Kleinen können ja auch mit dem Speiseauszug fahren, oder nicht? Ich habe vorhin gedacht, das geht nur mit der Kiste. Das ist natürlich Quatsch. Der ging vorher nicht, weil ja die Sicherung nicht drin war. Would you two be dears and let you his dog through?
Ja. Und du? Ach so, ja, guck mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ja. Das sieht auch geil aus. Rückwärts da rein. Hat so ein bisschen was von Adams Family irgendwie. Die haben auch so leuchtende Augen. Sehr fies. Ja. Okay, den Hammer. Na gut, den müssen wir da wohl liegen lassen. Und von innen geht die Tür auf. Jetzt müssen wir nur den Eimer irgendwie mit Wasser füllen. War da nicht irgendwo ein Badezimmer? Das hat auch viele Stockwerke, dieses Haus, ey. Da kann man sich auch schnell verlaufen, ne? Nee, das war schon mal verkehrt. Das war doch über der Küche, oder? Ging hier nicht irgendwo eine Treppe? Ja, genau. Da war doch das Badezimmer. Ah, ja, genau. Na, siehst du wohl. Lag ich doch gar nicht so falsch. Und jetzt schön wieder hoch. Ganz hoch da. Dann kippen wir das einfach mal in den Schornstein. Vielleicht können wir dann ja da runter. Und da kommen wir nämlich auch an den Dietrich ran. Und dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Die Sicherung brauchen wir nicht unbedingt wieder, glaube ich. Ja, ich hoffe, das klappt diesmal mit der Aufnahme. Ich hatte mir extra ein neues Mikrofon besorgt, aber schauen wir mal. Ich hatte auch beim letzten Mal einen Test vorher gemacht, aber leider hat das dann trotzdem nicht funktioniert. Beziehungsweise ich war ganz leise zu hören, also ich habe es einfach mal ein bisschen lauter gestellt und das hätte ich auch nicht lauter stellen können im Nachhinein, da ich das über Fraps aufnehme und Fraps, also auch das Mikrofon und deswegen hätte ich es nur insgesamt hätte ich nur die Lautstärke anheben können. Das hätte dann nichts gebracht, dann wäre auch der Spielsound lauter gewesen und da wäre meine Stimme trotzdem zwar mit lauter geworden, aber dann hätte der Spielsound das wieder übertönt und so musste ich dann leider nochmal eine neue Aufnahme starten. Aber habe ich ja alles schon erzählt und jetzt schon zum bestimmt vierten, fünften Mal. Das ist dann auch gut. So, jetzt haben wir das gelöscht. Jetzt können wir hier, denke ich mal, runter. I'd make a Mary Poppins joke right now, except that it's not in the public domain and I don't want to get sued again. Keine weitere. Ja, okay. Guck mal, wir können einfach mal durch den Kamin gehen. Warum macht er dann den Vorschlag, dass er so einen Witz erzählt? Oh nee. Well, the twins have the run of the house now. What kind of mischief will they get into next? I've got the key. I've got the key. La, 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 la. Und okay. Achso, können wir da nochmal dran wackeln, oder? Look, I don't want to stereotype here. Versteckt. But has there ever been a set of twins that weren't evil? Das sollte reichen. Rattengift. Okay. Da hinten ist der Hund. Das ist auf jeden Fall in der Bude drin, ne? Zwar ein anderer Ofen, aber... Ach, wie gemein. Rattengift. Wo wollen wir das hinpacken? Jetzt essen oder was? Wollen die etwa ihre Eltern umbringen jetzt endgültig, oder? Eigentlich wollte ich in die Küche, aber beziehungsweise ganz nach unten im Keller. Nee, das ist viel besser. Da war nämlich das Hundefutter. Was ist hier?
We have now reached the grimmest part of our grim story. For that small box shoved into the corner is the ticket out of this house for the twins. Let's watch, shall we? If you dare. Ja, das haben die anscheinend doch echt vor, ihre Eltern damit zu vergiften. Oh oh. Oh oh. So, dann kommen wir schon. Also ist das heißer Wasserdampf. Ja, und da unten ist ein Ventil, wie ich gerade sehe. Kommen wir da. Da kommen wir doch gar nicht hin, oder? Dann nehmen wir erstmal das Hundefutter mit. Den Schlüssel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Na, sonst müssen wir den nochmal holen. Aber ich glaube, das waren nur die beiden Türen. Ich habe da sonst keine gesehen. Ja, genau. Hundefutter ins Essen geht natürlich auch, aber bringt nicht viel. Wie viel die Twins hate that barking. Would you two be dears and do fetch him his dog food? Oh ja. Ich mach das einfach mal. Ah. Frisst der jetzt die ganze Zeit, oder? Weil irgendwann ist das ja auch leer, ne? Und dann hängt er da wieder rum, oder was? Oder pennt er direkt an der Tür? Kann natürlich auch sein. Aber irgendwie... Ja, jetzt müsste ja der andere Weg auch frei sein. Warte mal, der Hund ist ja jetzt weg. Ich kann nicht mehr wechseln. Das ist ja auch toll. Okay. 1, 2 oder 3 funktioniert nicht mehr. Super. Oh. Ja. Ich glaube, die Batterien von der Tastatur sind gerade leer. Ja, ich mache da mal kurz ein...